So, dann herzlich willkommen bei Heavy Traders. Wie immer ein kleiner Überblick erstmal. Ja, was steht heute an? Die Fed. Die Fed steht heute an, aber erst ab 20 Uhr geht's los mit den Zinsentscheiden. Dann um 20.30 Uhr die Pressekonferenz mit Jerome Powell. Gut, mal sehen. Impulse bedarf es wenig, denn schalten wir gleich mal in den Chart hinein, auch wenn die Fed heute ansteht. Der Markt scheint hier zu jubilieren. Schauen wir uns den DAX an. Ja, man sieht es, 13.566. Also endlich heute diese markante Marke von 13.450. Na, man sieht es an diesen Spitzen, da waren wir schon mehrmals. Endlich mal heute geknackt. Gestern hatten wir auch schon einen fulminanten Lauf. Heute noch einen draufgesetzt. Wir haben jedenfalls ein Zertifikat eingesammelt gehabt als Team Trade und zwar in diesen Downmove hinein am 11. Dezember. Ja, sogar ein bisschen frühzeitig erwischt, also 13.100 war ja unsere Zone. Dort haben wir das auch konsequent eingesammelt. Es ist nochmal danach weiter runtergestochen. Ja, dann hatte man schon gedacht, oh je, hoffentlich schließt das jetzt nicht unter der Zone. Da hatten wir erwartet, da, wenn das dann wirklich deutlich darunter schließt, dass wir möglicherweise noch bis 12.825 absacken. Nein, Pustekuchen, der DAX zeigte sich robust, ist wieder hochgezogen worden, Intraday Reversal sozusagen, und noch in der Zone oder knapp darüber geschlossen. Ja, und dann die Folgetage, man sieht es, ja, was für ein Lauf. Also im Prinzip ein Fake nach unten, Fake-Ausbruch nach unten, der dann wieder innerhalb des Tages hochgezogen wurde. Daher jetzt auch wieder zu Weihnachten, Weihnachtsrallye, Jahresendrallye wurde sozusagen an diesem Tag noch, beziehungsweise am 14. Dezember, also am Montag, dann eingeleitet und jetzt stehen wir hier. Gut, mögliche Ziele sind natürlich weiterhin 13.725 oder eben All-Time-Highs 13.800 und darüber hinaus. Jedenfalls dieses Zertifikat, was wir eingesammelt haben, hier steht es auch in dem Kasten hier drin, 37% haben wir heute vorhin realisiert. Also wir sind erstmal raus, heißt aber nicht, dass die Reise nicht weitergehen kann. Wir realisieren gerne mal zwischen 30-40% oder darüber hinaus, klar. Nehmen wir erstmal mit. Wir können das auch jederzeit natürlich wieder einsammeln. Im Index ist ja der Samir bei uns immer gut unterwegs und hat ein gutes Gespür. Ja, so auch eben dieser Trade, der gelungen ist. Gut, dann gleich weiter zu dem eigentlichen Thema. Und zwar, ja, der Chipsektor, ja, fangen wir mal mit der Intel an, ja, die eben nicht so interessant ist, also die Intel tut sich schwer, man sieht ja hier diese riesen Gaps, die aufgerissen wurden, ist ja schon seit Jahren jetzt nicht mehr so der Highflyer im Vergleich zu anderen Chip-Herstellern, ja, dieses erste Gap war auch eine negative Nachricht oder was vom Markt negativ aufgefasst wurde, ja, dass Intel eben ihre Chip-Produktion auslagern will und diesbezüglich gab es da, ja, ein bisschen Ärger oder Tumult drumherum, dann hier, na, am 22. auf dem 23. Oktober, das waren eben die Intel-Zahlen, beziehungsweise die Prognose war auch nicht so rosig. Na gut, jedenfalls krebst die Intel-Aktie hier so ein bisschen seitwärts rum. Ja, möglicherweise ganz nette Stelle hier bei unten $49, aber okay. Hatte ich auch persönlich auch mal getradet, auch erfolgreich, aber erstmal, naja, schauen wir mal, wo die Reise da weitergeht. Dann gleich weiter zu Nvidia, ja, die läuft natürlich deutlich besser, ja, gerade Gaming, Grafikkarten, Prozessoren und so weiter. Toller Hersteller. Hier aber trotzdem, man sieht es hier, ja, auch eine massive Seitwärtsphase, nachdem wir ja schon fulminant hier gelaufen sind, bis auf die All-Time-Highs, diese Range hier von $567 und $496. Na gut, die muss erstmal geknackt werden. Aktuell sind wir mittendrin, also momentan fehlt es da auch ein bisschen an Schwung und Dynamik oder Impulsen, um da hier eventuelle Trades eingehen zu können. Ein bisschen so im Niemandsland, würde ich mal sagen. Diese Seitwärtsphase muss erstmal entweder auf der Oberseite oder auf der Unterseite geknackt werden. Gut, noch ist es nicht so weit, aber jetzt kommen wir eben zum dritten High Flyer, die AMD, das ist auch unser Zertifikate-Trade des Tages, nämlich gestern, das ist die gestrige Kerze, neues All-Time-High gemacht. Wir sind unterwegs Richtung $100, eine psychologische Marke, sehen wir durchaus als realistisch. Vor allem sind wir endlich mal auch, ähnlich wie bei der Nvidia, eine lange Zeit seitwärts gelaufen, dann rumgeeiert hier bei der $93-Marke. Jetzt sind wir endlich mal darüber hinaus auf Schlusskursbasis, gestern nochmal deutlicher, neues All-Time-High. Also im Prinzip ein Breakout, den man möglicherweise auf der Long-Seite traden kann. Ja, gewisse Ziele haben wir schon im Visier. So, das war es erstmal von den Charts. Gewisse
Ziele haben wir wie im Visier, wie gesagt. Das seht ihr natürlich wie immer um 14.15 Uhr in unserer Live-Schalte bei Heavy Traders. Ihr könnt euch auch kostenlos registrieren, heavytraders.live. Aber wir haben euch natürlich, ist auch jetzt eingeblendet, ein Zertifikat dazu mitgebracht von der UBS. Das wäre die UE01M3 für die Wertpapierkennnummer. Ja, Hebel nehmen wir meistens jetzt so zwischen 3 und 4. Ein bisschen Schmack, es muss da schon dahinter sein. Also schaltet ein, 14.15 Uhr beim Zertifikate-Trade des Tages bei Heavy Traders. Bis später.